Bevor wir jetzt zu eurer nächsten Karriereschritt oder den großen Karriereschritt noch in den USA kommen, lasst uns noch mal kurz über eure eben die Mentalmagie reden sprechen. Ihr seid Weltmeister der Mentalmagie. Die gab es eine Zeit lang, gab es diesen Titel oder war der nicht besetzt, dieser Titel? Und es gibt viele, die sagen, die Mentalmagie ist so ein bisschen auch die Königsklasse der Zauberkunst, weil da kann man jetzt am wenigsten mit, sage jetzt mal, mit optischen Illusionen arbeiten. Da kommt es schon darauf an, dass das auch on point dann auch wirklich passt. War das auch ein besonderer Moment für euch, als ihr diesen Titel auch erobert habt? Also ich meine, die Leute zu begeistern ist das eine, aber wenn man dann auch diese Anerkennung auch von den Kollegen praktisch sieht und sie auch sieht, wie es da sonst noch so auf der Welt in diesem Bereich tätig ist. Absolut, also natürlich. Und das Interessante bei der Mentalmagie ist ja, jetzt im Unterschied zur Zauberei, also wir machen ja alles in unserer Show. Also wir machen auf der einen Seite Illusionen, wo wirklich Sachen erscheinen, wo groß visuell was passiert. Auf der anderen Seite Mentalmagie, Gedankenlesen, wo es wirklich nur um die Gedanken geht, um die Zuschauer, um die Gegenstände, die von zu Hause mitbringen. Und was das Interessante daran ist, es ist jeden Abend anders. Es ist jede Show anders. Also man kann das jetzt nicht wirklich trainieren. Das ist nicht auf Play und es rennt zu 100% gleich. Es ist wirklich jeden Abend anders. Das macht es für uns auch spannend und aufregend. Und damals bei der Weltmeisterschaft in Rimini in Italien war die, war es natürlich spannend. Das kann man sich vorstellen, so wie das Hogwarts irgendwie der Zauberwelt. Da waren 3000 Zauberer aus der ganzen Welt im Publikum, die schauen uns zu. Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukommt, welche Gegenstände die diesmal dabei haben. Natürlich wird man da sehr kritisch beobachtet. Eine Fachjury ist da aus Magiern aus der ganzen Welt. Aber wir haben es geschafft, die zu begeistern. Und das Schönste ist es ja eigentlich auch für einen Zauberer, wenn man sich selbst begeistern kann, wenn man auf einmal das heißt eine Illusion, eine Mentalmagie, eine Zaubershow sieht, aber selbst fasziniert ist. Weil dieses Gefühl wollen wir im Publikum auslösen. Und dieses Gefühl lösen wir jetzt Gott sei Dank auf Tour endlich wieder aus, wo wir wirklich von den Kindern bis zur Großmutter alle im Publikum haben und die mit dem Staunen rausgehen. Also dann haben wir unser Ziel erreicht.